Bundesliga, 12. Spieltag und hier kommen unsere Tipps dazu. Ja, Länderspiele vorbei, endlich wieder Bundesliga. Und wir verlosen in diesem Video die lange überfällige 10 Euro Paysafe Card. Genau, und bevor wir das tun, schauen wir auf die letzten Spieltage, wie es gelaufen ist. Und da kann man schon zufrieden sein. Nach dem katastrophalen 9. Spieltag haben wir uns zurückgekämpft wie ein Cinderella-Mann oder zwei davon und haben die letzten beiden Spieltage wieder im Plus abgeschlossen. Insgesamt stehen damit nach 11 Spieltagen 4,9 Einheiten Gewinn zu Buche. Und apropos Gewinn, da gehen wir doch jetzt gleich mal hin zu unserem Comment-Picker vom 11. Spieltagsvideo und viel Glück da draußen, wer diese 10 Euro Paysafe-Card gewinnt. Tobi Linde, herzlichen Glückwunsch und ja, sein Tipp, Bielefeld gewinnt in Stuttgart, war auch noch richtig, doppelt abgeräumt hoffentlich und melde dich bei uns per E-Mail radek@xbet.tipps. Ich schreibe das auch in die Kommentare unten. Letztes Mal hatten wir ja mehrere Noahs, die sich gemeldet haben. Bin gespannt, wie viel Tobi Lindes es da draußen gibt. Deswegen ein Beweis, dass du diesen Kommentar verfasst hast, kannst du machen, indem du diesen Kommentar einfach ein bisschen abänderst und ein Dankeschön dazufügst oder irgendwas. Dann wissen wir nur, wer diesen Kommentar editieren kann, der ist auch der richtige Tobi Linde. Soll ja den einen oder anderen geben, der sich an irgendwas bereichern will. Und wir wollen uns auch bereichern, oder Chris, hier am 12. Spieltag. Ja, genau. Und da geht's los mit dem Freitagsspiel Augsburg gegen Bayern. Und ganz interessante Statistik, Radek. Ich dachte ja eigentlich immer, dass Bayern Augsburg ganz gerne Punkte schenkt. Aber Pustekuchen, 16 der letzten 20 Spiele hat der FC Bayern gewonnen gegen Augsburg. Und auch in der letzten Saison ein 5:2 bzw. 1:0. Da haben sie sich nichts zu Schulden lassen kommen. Ich hatte gedacht, dass Augsburg die Länderspielpause nutzt und vielleicht sogar den Trainer aufräumt. Haben sie nicht getan. Vielleicht auch, weil ja FC Bayern als erster Gegner für einen neuen Trainer nicht die leichteste Partie wäre. Und ja, lass uns doch da mal auf die Quotenverteilung schauen. Meine persönliche Erwartung ist, dass Bayern das hier 3 oder 4-0 gewinnt. Das bedeutet schon mal, die 1,21 hat definitiv Value. Und ja, für mich gibt es hier einen deutlichen Bayern-Sieg und das ist leider das letzte Spiel vom Weinzierl. Leider deshalb, weil ich finde, dass Augsburg viel zu inflationär mit Trainern umgeht und der Kader gibt halt leider nicht mehr her, weil es ist halt auch vom Budget ein eher limitierter Verein und warum dann nicht einfach mal einen Trainer länger machen lassen? Also du meinst, wir sollten auf Bayern minus 2,25 wetten, das wäre doch dann bei der Line schon ein bisschen zugewagt, oder? Ganz genau. Dafür Länderspielpause, diverse Corona-Sachen, da muss man schauen. Der Ergebnistipp 3-4-0 ist nicht der Wetttipp. Da finde ich tatsächlich ein einfacher Bayern-Sieg, würde ich sogar mit der 1,21-Quote mitnehmen. Aber weiß nicht, ob du da noch was anderes siehst. Beide treffen zweimal erfolgreich mit Bayern, aber dafür ist mir die Augsburg-Offensive echt nicht potent genug. Das sehe ich genauso. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Bielefeld gegen Wolfsburg und da sind die Bielefelder ja mit einem Sieg in die Länderspielpause gegangen. Haben ja gegen Stuttgart 1-0 gewonnen, wie Tobi Linde das vorhergesagt hat. Und jetzt würde mich interessieren, was er zu diesem Bielefeld-Spiel sagt gegen die Wölfe. Anscheinend bist du Experte, was die Bielefelder betrifft. Wolfsburg ja 3 Siege unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt eingefahren und jetzt natürlich der haushohe Favorit in Bielefeld. Auf der Alm ist es natürlich nicht immer einfach zu gewinnen, aber sind wir uns ehrlich, wenn eine Mannschaft wie Wolfsburg nach Bielefeld fährt und noch dazu mit einem neuen starken Trainer dort ankommt und eine Quote von 1,97 hat, dann musst du da auf diesen Champions League Teilnehmer setzen oder bist du bisschen in Sorge vor den Bielefeldern? Gar nicht, weil du hast eins gesagt, für mich ist Wolfsburg auch der haushohe Favorit und deshalb finde ich eine faire Quote eher bei so einer 1,6 oder so. Ich sehe hier ein sehr, sehr enges Spiel, was das Ergebnis angeht, aber ein Sieg der Wolfsburger. 1-0, 2-1, Wolfsburg ist defensiv echt stark, Bielefeld kann da nicht angehen, also hier gibt es einen Sieg für Wolfsburg und den nehmen wir mit und dann geht es nach Leverkusen, Radek. Ja, gewinnt Leverkusen zu Hause gegen Bochum, also eigentlich gar nicht die Frage ob, sondern nur wie hoch, aber da
müssen wir genauer hinschauen. Das Interessante daran ist ja die Form der beiden Teams. Falls der ein oder andere nicht mehr so genau weiß, wo Bochum steht, auf Platz 12, weil sie eben aus den letzten 5 Spielen 3 Siege geholt haben, während Leverkusen seit dem Bayern-Spiel eigentlich nichts mehr auf die Kette gekriegt hat und außer diesem 4-0 in der Europa League gegen Betis auch nichts gewonnen hat. Also schon hier eigentlich umgekehrte Voraussetzungen, Leverkusen schwach in Form, Bochum gut in Form. Und weil du ja an den Weinziel irgendwie den Job madig reden willst, würde ich sagen, der Seoane steht auch schon mit dem Rücken zur Wand. Ja, heimlich still und leise könntest du recht haben. Ich gönne es tatsächlich oder wünsche es keinem Trainer, dass er irgendwie an oder zur Wand steht. Hier enthalte ich mich aber jeglicher Tipps, denn ich finde Bochum Respekt vor der bisherigen Saison, das erste Drittel echt überragend gelaufen. Leverkusen kann man wieder einen raushauen, aber nicht tippbar dieses Spiel. Das Einzige, was mir hier wirklich auch gefallen könnte, wäre dieses beide Treffen mit 1,82, weil die Bochumer einfach ja einen kleinen Lauf zu haben scheinen und sich jetzt nicht unbedingt von Leverkusen ohne Gegentor abschießen lassen. Ich sage nicht, dass sie eine Chance haben, aber ich sage, dass sie vielleicht ein Tor schießen. Und deswegen 1,82 für beide Treffen Leverkusen-Bochum wäre schon eine sehr mutige Wette, würde aber heißen, man würde irgendwie auch Bochum irgendwie was zutrauen und da bin ich irgendwo ein bisschen weit davon entfernt. Bochum Heimspiel würde man vielleicht eine andere Sprache sprechen, aber das ist zu gefährlich. Da gibt es bessere Partien. Dortmund gegen Stuttgart, da bleibt mir eine Sache in Erinnerung, und zwar ist es das 5:1 der Stuttgarter aus der Vorsaison. Was war das für ein Spiel? Überragend war das damals, wie sie in Dortmund aufgelaufen sind, und auch das Rückspiel haben sie dann zwar verloren. Ich glaube, da waren sie, das habe ich auch gesehen, war ein Hin und Her, richtig geiles Spiel. Auf jeden Fall haben diese beiden Teams für richtig viele Tore letzte Saison gesorgt. Jetzt ist es so, Dortmund ist wieder da, wo sie die vorherigen Jahre auch waren. Stuttgart kann aber nicht ganz mit dem letzten Jahr mithalten und ist für mich eins der Teams, das echt aufpassen muss, dass sie nicht in 3-4 Wochen so weit hinten drin sind, dass sie vielleicht nicht mehr an sich selber glauben. Bisher, ja, gibt es viele Erklärungen für den Saisonverlauf. Das Verletzungspech ist vor allem eins dafür, aber nichtsdestotrotz, Selbstvertrauen kommt halt nicht von ungefähr, und das hatten die Stuttgarter zuhauf letztes Jahr, und vielleicht erinnern sie sich in diesem Spiel. Hier sehe ich aber ähnlich, Radek, wie die Quoten von Leverkusen gegen Bochum, auf den ersten Blick überhaupt nichts Interessantes, und Dortmund ein 2-0, ja, ist gefährlich, ist eine, könnte man mitnehmen, aber so richtig Lust habe ich darauf nicht. Nee, vor allem wenn die 3-Wege-Quoten schon so unattraktiv in eine Favoritenseite laufen, sollte man auch nicht den Fehler machen, auf diesen Favoriten dann die Quote zu erhöhen mit einem Asian Handicap. Macht die Sache normal nicht besser. Eher Value vielleicht sogar auf der Außenseite Seite, und das, da verschlucke ich mich schon fast, weil das kann man im Moment Stuttgart überhaupt nicht zutrauen. Und auch hier ist eigentlich die Tor Wette fast die interessanteste, aber nicht beide treffen, weil das würde ja heißen, Stuttgart könnte irgendwie die Dortmunder überwinden, was natürlich bei der Dortmunder Defensive jetzt auch keine große Kunst wäre, aber eher viele Tore gefallen mir hier besser, wenn man die letzten Ergebnisse beider Mannschaften gegeneinander angeschaut hat und auch grundsätzlich Dortmund zu Hause kennt, die ja alles wegschießen normalerweise, mit oder ohne Haaland, mit oder ohne den und den, das spielt keine Rolle, die haben eine gute Mannschaft, besser als Stuttgart, über 3,25 gibt eine 1,9. Da bin ich am Überlegen, finde ich aber am Ende des Tages immer auch noch nicht wirklich attraktiv. Ich sage euch nur, wie es ausgeht. Dortmund gewinnt 3-1, aber auf solche engen Quoten zu setzen, da enthalten wir uns. So sieht's aus, und warum never change a running system? Bisher spielen wir nur both to score, aber nicht über oder unter Torwetten. Gladbach gegen Fürth. Ja, die Fürther waren kurz und knapp dran, aus einem 0-1 gegen Frankfurt noch ein 2-1, beziehungsweise zumindest ein Unentschieden zu machen, haben aber dann in der letzten Sekunde doch noch das Gegentor kassiert. Das war eine wilde zweite Hälfte, in der Fürth eigentlich was verdient hätte. Am Ende wieder eine Niederlage, am Ende wieder nicht Bundesliga-reif, 8 Tore, 29 Gegentore. Und jetzt in Gladbach, die sich gefangen haben. Du siehst es hier, die letzten 5 Spiele, da ist kein roter Balken daheim dabei. Und warum sollte jetzt ausgerechnet eine Niederlage gegen Fürth dazukommen? Glaube ich nicht.
Quote, lass uns mal Asian Handicaps anschauen, aber auch hier haben wir die gleiche Ausgangssituation wieder, wie bei Leverkusen, wie bei Dortmund. Wenn man diesen Außenseiter, wie wir beide, nichts zutraut, soll man einfach die Hände weglassen bei diesen Spielen, wetttechnisch. Ja, total. Und eher neigt man ja wahrscheinlich dazu, dass man sagt, ja, Gladbach wird das zu Hause schon gewinnen. Und tue ich ja auch, aber auf der anderen Seite, früher oder später wird Fürth überraschen. Vielleicht dieses Mal. Und wenn ich eine Wette gegen Fürth verlieren will, dann wenigstens zu einer anständigen Quote mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis. Und das hat man leider bei der Quote auf die Gladbacher hier nicht, weil die ja auch ihre besten Leute bei Länderspielen hatten, die Fürther wahrscheinlich eher nicht. Und was mir aber gefällt, ist auch hier beide Treffen mit einer Quote von 1,85. Darauf wetten würde ich natürlich auch nicht, weil das heißen würde, ich würde auf Fürth wetten, auch so zur Hälfte. Aber das wäre zumindest so von den Ergebnissen der Fürther in letzter Zeit eine Wette, um denen vielleicht ein bisschen Respekt zu zollen, denn sie haben jetzt hier die letzten drei Spiele immerhin mindestens ein Tor geschossen, aber es war auch immer ein Tor. Immerhin gegen Leipzig und Freiburg, die überstarken Freiburger, getroffen und auch gegen Frankfurt. Also dann können die auch in Gladbach ein Tor schießen, aber wahrscheinlich auch nur wieder ein Elfmeter oder so irgendwas. Aber drauf wetten ist wieder was komplett anderes. Ja, letzte Mal am 10.11. Spieltag haben wir uns nicht vor Wetten retten können und sogar welche abgelehnt, weil wir nicht zu viel spielen wollten. Jetzt könnte es andersrum sein. Und bei Hoffenheim-Leipzig haben wir zwei Teams, wo wir gesagt haben, sie sind eine ich sage das Wort jetzt nicht. Wir wollen aber nicht drauf wetten. Ich verzettel mich gerade, mach mal wieder auf uns beide. Wir sehen Hoffenheim mit einer sehr, sehr hohen Quote, da ist definitiv Value, aber Hoffenheim ist eine, und auf Leipzig braucht man dieses Jahr auch nicht gehen. Ja, also dass Hoffenheim wieder unsere Vermutung bestätigt hat. Ihr könnt im letzten Video nachschauen, als es ums Hoffenheim-Spiel geht, wie wir die bezeichnet haben. Das muss man wirklich nicht wiederholen, aber sie haben ja auch jetzt deswegen auch gegen Bochum verloren. Aber folgerichtig sind sie zu Hause wesentlich besser, während die Leipziger auswärts sich extrem schwer tun. Aber ein Aufwärtstrend ist definitiv zu erkennen. Und willst du gegen eine Mannschaft setzen, die Messi und Co. in der Champions League einen Punkt abgetrotzt hat und Borussia Dortmund, die wahrscheinlich drittbeste Mannschaft in Deutschland, mit 2:1 besiegt? Also ich würde nicht gegen Leipzig wetten, schon gar nicht gegen solche Biatches aus Hoffenheim. Und auf Leipzig zu wetten bei einer 1,8er-Quote ist auf jeden Fall eine Option, aber es ist natürlich auch so, dass man Leipzig aufgrund des, ja, dem Großteil der bisherigen Saison einfach auch nicht über den Weg trauen kann und deswegen ist diese 1,8 ein bisschen zu riskant. Auf der anderen Seite, in einem Tippspiel sollte man da einfach auf Leipzig tippen wahrscheinlich, wenn auch ein Unentschieden immer möglich ist, aber vieles. Und wenn viel möglich ist, lässt man es am besten sein. Ja, so sieht's aus. Gehen wir nach Berlin, Hauptstadt, Derby, die Eisernen, mal wieder Favorit im Derby gegen die Hertha, auch nicht ohne Grund, weil sie erstens eine super Saison spielen, zweitens extrem heimstark sind und drittens auch im direkten Vergleich gegen die Hertha in den letzten beiden Spielen in der vergangenen Saison und in der vorletzten Saison zu Hause die Nase vorn hatten oder es zumindest nicht verloren haben. Auswärts im großen Olympiastadion, da fühlt sich die Hertha wohler, Union überhaupt nicht, das ist wieder was ganz anderes. Aber hier zu Hause, Union sollte dieses Spiel nicht verlieren, hat allerdings zuletzt auch ein bisschen Federn gelassen. Gegen Bayern kann man natürlich mal verlieren. In der Europa League gegen Feyenoord beide Spiele verloren und gegen Köln unentschieden, das wusste jeder, dass das so kommen wird. Aber auch hier gegen die Hertha, die jetzt in letzter Zeit zumindest einen Punkt gegen Leverkusen geholt hat und gegen Gladbach gewonnen hat und gegen Frankfurt gewonnen hat, das sind eigentlich gute Ergebnisse, sodass man Hertha jetzt auch nicht unbedingt als Außenseiter sehen sollte. Und alles, was hier in Frage kommt, ist für mich eigentlich ein Unentschieden. Hier geht es für mich auch daran, zu den Asian Handicaps rüber zu schauen. Und zwar sehe ich das Spiel auch eher auf 50-50-Niveau beziehungsweise unentschieden. Und deshalb, aufgrund der Form der Hertha, wir dürfen nicht vergessen, die haben gegen Leverkusen lange geführt und erst gegen Ende das Ausgleichstor erhalten, finde ich ein Asian Handicap, ein X2 auf Hertha die lukrativste Wette,
weil wir gehen hier auf den quotentechnischen Außenseiter, der, wenn man die letzten fünf Spiele anschaut und auch die Kader, ungefähr gleichwertig ist. Es ist noch dazu Derby, der Dardai will das bestimmt nicht verlieren, dann ist er auch wieder ein bisschen ruhiger und X2, damit macht man nichts falsch, selbst wenn Union gewinnt. Persönlich würde ich mich sogar freuen, wenn die Eisernen gewinnen, die sind mir sympathischer, ich finde, die spielen geilen Fußball, aber wir sind ja zum Wetten da und deshalb X2. Und mir wird immer vorgeworfen, dass ich irgendwie gegen Hertha rede und warum eigentlich, wenn ich sage, sie sind hier nicht mal Außenseiter. Ich würde ihnen unentschieden zutrauen, aber ich würde niemals auf X2 auf Berlin setzen, nachdem ich diese ganzen Argumente für Union vorgebracht habe. Da würde ich mich ja unglaubwürdig machen. Du kannst das ja gerne machen und dann könnten wir uns höchstens auf eine Dritteleinheit unentschieden einigen, aber auf X2 Hertha, also na, wirklich. Hast du noch das Frankfurt-Hertha-Spiel im Kopf? Bei mir ist es genauso hier im Urin, dass wir den Hertha sehen. Du, über dein Urin will, glaube ich, hier keiner was wissen. Oh, gibt ja gerade so eine Golden Shower-Geschichte in. Also, Freiburg gegen Frankfurt. Da sind die Freiburger ja nicht umsonst hier Top-Favorit, haben gegen Bayern nur 1-2 verloren, waren die bisher beste Mannschaft, gegen die Bayern in dieser Saison spielen musste. Und jetzt sind sie wieder zu Hause und empfangen die Frankfurter, sind hier leichter Favorit. Wenn man auf die Tabelle schaut, müsste man eigentlich sagen, ja, hundertprozentig klare Sache für die Freiburger, die ja einfach unfassbar auf Platz 3 in der Gesamttabelle stehen, während die Frankfurter ja fast schon gegen den Abstieg kämpfen. Aber Frankfurt auswärts 8 von 12 Punkten geholt und grundsätzlich auch ein bisschen viel Pech oder ein bisschen Unvermögen. Alles kommt da zusammen bei der Eintracht. Deswegen würde ich nicht auf einen Favoriten Freiburg setzen, auch wenn vieles dafür spricht. Sehe ich nach wie vor Freiburg in keinem Spiel wirklich als Favorit. Und hier kann ich mir eine Menge vorstellen, dass es ein knappes Spiel wird, dass Freiburg natürlich zu Hause gewinnt, dass Frankfurt vielleicht sogar überrascht und gewinnt. Und bei solchen Dingen setze ich halt einfach gerne auf Unentschieden. Und das wäre eine Dritteleinheit auf 3,84. Verliert man wenig, wenn man falsch liegt, was ja natürlich sein kann. Und man gewinnt aber das Maximale, wenn man richtig liegt. Während wenn man auf eine Seite wettet, sind schon mal 66% der Ereignisse gegen einen. Mhm. Freiburg hat die beste Abwehr der Liga. Das ist auch krass. Vor allem, wenn du überlegst, gegen wen die schon alles gespielt haben. Gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig. Also Hut ab davor. Frankfurt jetzt aber auch mehr und mehr im Kommen und ich sehe hier auch tatsächlich ein 1-1 im Bereich des Wahrscheinlichsten und deshalb würde ich jetzt einfach kurz und knapp sagen, diese Unentschieden-Wette gehe ich mit, die verwende ich nicht. Yeah, das freut mich. Und Mainz gegen Köln biete ich dir auch nochmal ein Unentschieden an, weil wer soll denn dieses Spiel gewinnen? 3,86 gibt es hier. Ja, irgendwie ist Köln mutiert langsam zum Unentschiedenkönig, oder? Die liegen oftmals zurück und dann kommt der Modeste und entscheidet sich noch, dass Köln einen Punkt mitnimmt. Hier ein Spiel der Mainzer, die jetzt wieder mehr nach ihrem kurzen Durststrecke punkten, auch souverän spielen. Da wäre mir ein Unentschieden, da wäre ich ein bisschen zu ängstlich, da würde ich dann eher sagen, eher sogar Mainzer Sieg, aber da reicht mir die Quote auch nicht. Hier wäre so ein Asian Handicap Wette, Asian Handicap 0, Draw No Bet, ganz gut, aber da gibt der Buchmacher nicht eine gescheite Quote, vermute ich jetzt mal, wenn der reine Mainzer Sieg eine 2 ist. Ja, eins wollte ich dazu noch sagen, Köln ist ja mal richtig kacke auswärts, während Mainz zu Hause recht gut ist und erst ein Spiel verloren hat. Und Köln halt alles eigentlich zu Hause bisher geregelt hat mit 12 von 14 Punkten. Das spricht schon dafür, dass man hier einfach den Mainzern zu Hause die Stange halten sollte. Deine Asian Handicap 0 Wette ist gar nicht so weit weg von dem, was wir sonst gerne spielen, bei 1,62. Aber aufgrund der etwas stärkeren Mainzer Ausgangslage ist auch dieses Asian Handicap minus 0,25 mit einer Quote von 1,87 durchaus eine Option. Ja, ich denke trotzdem, dass ein Unentschieden hier das meiste Value hat. Aber wenn du sagst, beim minus 0,25 auf Mainz wärst eher dabei als beim Unentschieden, dann können wir das gerne machen.
In dem Fall würde ich dann tatsächlich keine Wette spielen, um einfach auch mal zu zeigen, man muss nicht unbedingt. Boah, ja, Respekt. Ansonsten haben wir eh ein paar Sachen gefunden an diesem höllisch schweren Spieltag, bei dem Bayern München natürlich in Augsburg gewinnen wird und Weinziel wahrscheinlich dann seinen Job dort wieder los ist. Und wir wetten aber nicht drauf, während wir natürlich den Wölfen in Bielefeld einen Sieg zutrauen. Die Quote ist mit 1,97 überragend gut. Des Weiteren. Freiburg, Frankfurt unentschieden und bei Berlin, na Derby, konnten wir uns ja auf keine Wette einigen. Das heißt, wir haben zwei Tipps. Warum auch nicht? Ich Ja, hoffe, dass zwei Leute, zwei dafür. Tipps und zwei sind besser als einer. Genau, und nochmal danke an euch alle da draußen. Glückwunsch an Herrn Tobi Linde und ja, schickt eine E-Mail. Ciao, mit Au.